das Mittelmeer, nahe der kroatischen Küste. Hier kreuzen einander unzählige Schiffsrouten. Auf einer uralten Route ist auch ein kleiner Zugvogel über dem Meer unterwegs. Ganz auf sich allein gestellt, legt er im Frühling mehr als 8000 Kilometer zurück, um aus seinem Winterquartier in Afrika an die Brutstätten im Norden zu kommen. Manche seiner Artgenossen ziehen über die Meerenge von Gibraltar nach Spanien und von dort aus weiter. Doch er wählt einen anderen, einen schwierigeren Weg. In bis zu 3000 Metern Höhe fliegt er über die Alpen in Richtung Zentraleuropa. Das Gebirge einmal hinter sich gelassen, steuert er instinktiv seinen Geburtsort an. Dort wird er den Sommer verbringen, seinen Partner finden und die Jungen großziehen. Die Heimat dieses faszinierenden Zugvogels ist ein besonderer Platz in Niederösterreich. Der Wagram. In Österreich galt dieser wunderbare Vogel beinahe als ausgestorben. Auch heute noch ist er stark gefährdet. Doch hier, in den Weinbergen am Wagram, gibt es jemanden, der ihn in sein Herz geschlossen hat. Einen Mann, der für die Rückkehr des Wiedehopfs lebt. Das Weinbaugebiet Wagram, eine kleine Region in Niederösterreich.